Leute, was geht? Ketzer begrüßt euch zum zweiten Part von Doorways. Und jetzt lese ich das erstmal vor, weil ich gerade ein bisschen was verpeilt habe. At that moment I felt I was retracing the steps of many others like me. How did they overcome the mortal chill that lurks in the darkness? Their souls went astray and got lost forever in the shadows. Because there was another horror that scared them even more, that made them flee into the dark woods. They fled the place I'm entering. Also sie sind da rausgeflohen, wo wir gerade reingehen. Das klingt doch schon mal gut. Ich musste gerade etwas überspringen. Und zwar bin ich durch diese Passage von dem Weg, auf dem wir letztes Mal waren, hier hingekommen. Das war jetzt nichts Bahnbrechendes, was ihr verpasst habt. Keine Sorge. So, yep. Hey, das geht ja mit I. Ich habe das einfach mal ausprobiert. Ist ja richtig geil sogar. Bitte, 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 bitte. Alter. Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Sind wir wieder zurück oder was? Ey, die Bäume, die sehen ja auch richtig unheimlich aus. Das war gerade voll der Schreckmoment. Ja, bitte einmal ausrüsten. Danke. Ich versuch's mal von hier aus. Hops. Einmal entzünden, bitte. Will er nicht? Okay. Dann von hier. Oh, bitte lass uns das schaffen. Ey, das... Wenn ich mittendrin mein Licht verliere, dann verzweifle ich. Ich weiß nicht, was auf uns lauert. Ohne Scheiß, ich weiß das nicht. Das Spiel ist für mich auch noch Neuland. Komischerweise geht es dieses Mal auch ohne Licht. Es ist heftig. Es ist einfach richtig heftig, das Spiel. Es ist eher ein Labyrinth als ein Horrorspiel. Nee! Jo, jetzt erstmal ein Stück weitergehen. Ups. Jetzt so rum, schätze ich mal. Wir wollen ja hier nicht runterfallen. Das wird ziemlich tief sein, das Loch. Warum auch immer da einer so eine riesige Grube hat, aber naja. Wollen wir es einfach mal akzeptieren und uns durchschlängeln. Oh Mann, das ist ziemlich dunkel. Ich glaube, nichts Gutes wartet hier auf uns. Oh, aber den Jump-and-Run-Part habe ich hier wenigstens schon mal abgeschlossen. Jedenfalls einigermaßen. Ich kann mich bewegen. Ich weiß nicht, soll ich auf sie zulaufen oder soll ich zurückgehen? Ich habe nämlich gerade ein bisschen Schiss, wir haben kein Licht. Ich knie hier vor dir, du bist meine neue Göttin. Nein, Spaß. Oder ist das ein Kerl? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, wir drehen uns um. Aber ich will mich nicht umdrehen, nachher fällt uns dieses Vieh dann an. Oder wir laufen drauf zu. Ich muss ganz ehrlich sagen, machen wir es einfach wie große, starke Männer. Find another way. Ich habe Schiss, dass die uns folgt, ganz ehrlich. Ich habe richtig Schiss, dass sie uns folgt und dann aus dem Nix kommt. Und der Bildschirm wird irgendwie immer ganz kurz dunkel für eine Zeit. Dann wird er wieder irgendwie hell. Ich glaube, das Spiel ist dem einfach zu dunkel. Ey, warum schaltet er sich ständig ab? Da, so kann ich doch nicht spielen. Das ist doch scheiße. Hallo. Ah, jetzt geht's wieder. Also wenn ich deswegen verrecken sollte, dann finde ich es echt traurig. Oder ich mache den einfach ein bisschen... Toll. Oder ich mache den einfach ein bisschen heller. Ja, ja. So. Options. Video. Müsste hier auch Brightness stehen. Natürlich nicht. Na gut. Müssen wir mal mitleben. Da muss ich immer versuchen, alles Mögliche, was irgendwie hell ist, anzugucken. Ansonsten schaltet der sich halt immer kurz aus, warum auch immer. Dann wird einfach alles schwarz und das war's dann.
Wir hätten auch unsere Fackel rausnehmen können, hätten die alte vermöbeln können damit. Oder die wartet auf der anderen Seite auf uns und will uns da kurz immer erschrecken. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust drauf. Aber okay, ich habe ja auch schon mal Outlast gezockt. Ey, da scheißt man sich richtig ein, da finde ich das hier noch harmlos gegen. Aber trotzdem, das heißt nicht, dass es an sich harmlos ist. Das Spiel hat schon seine Stellen. Gut, nehmen wir das Ding mal direkt. Wir sollen einen anderen Weg finden. Aber was soll denn das genau jetzt heißen, einen anderen Weg finden? Also wir können nicht da lang. Vielleicht sollte ich mal versuchen, aus dieser Richtung jetzt hier nochmal zu gucken, wo ein anderer Weg ist, den man einschlagen könnte. Ja, hier geht's nur über die Planke, da kannst du vergessen. Ja, ist natürlich mies. Jetzt haben wir nicht wirklich eine Alternative zu der alten. Das sieht nach Treppen aus. Aber ich gehe hier nicht runter. Klar. Ja, ist natürlich jetzt so ein bisschen kritisch, ne? Ich dachte, mit dem Ding könnte man auch zuschlagen. Dem ist ja leider anscheinend nicht so. Was sollen wir dann machen? Das ist mir jetzt echt ein Rätsel. Ist mir auch ein bisschen relativ gerade, wie wir weiterkommen. Hauptsache, wir kriegen es überhaupt hin. Hier wird's auch nix. Die steht immer noch da. Ne, wir können das auf dieser Brücke nicht hinkriegen. Hier geht's definitiv nicht weiter. Ein bisschen deprimierend ist das zwar auch. Ich dachte, ich hätte da gerade was gesehen. War nur wieder so eine Horrorvorstellung. Ja, er heult schon rum, weil er einen Meter nach unten geht. Ja, dann sollten wir den besser nicht nochmal hier komplett runterfallen lassen. Der arme Typ. Der verreckt ja schon nach einem Meter. Den darfst du ja keine zwei Meter runterfallen lassen. Der hat ja Glasknochen, der Typ. Ist ja unglaublich. Hey. Nur bringt das einen Scheiß. Was willst du da oben? Rumgammeln oder was? So. Das Feuer der Erleuchtung. Ja, wir könnten es versuchen, hier hochzukommen mit Glitches, aber lass mal lieber. Das bringt bei so einem Spiel nicht viel. Da zocke ich es lieber so durch, wie es ist. Aber wie sollen wir denn einen anderen Weg finden? Ich meine, das Spiel hatte schon die Beschreibung, dass es mehr Rätsel ist, aber was ist denn daran bitte Rätsel, wenn wir nur eine Fackel haben, die 5 Sekunden brennt oder so? Und wir nur einen Weg haben, an dem wir aber halt sozusagen keinen Teil haben können. Erklärt mir das mal bitte, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das könnt ihr mir gerne erklären, wenn ihr wollt. Aber so wie jetzt verstehe ich es halt nicht. Das ist einfach traurig, dass man hier nicht weiterkommt an der Stelle. Ich mag Spiele, die man einfach so durchziehen kann an einem Stück. Aber wenn du da hier hin und her läufst, sowas hasse ich einfach. Das liegt jetzt auch nicht unbedingt an meiner Intelligenz. Was heißt Intelligenz? Also ich meine das eigentlich eher negativ für mich selber jetzt so. Ja. Dass ich hier zu blöd bin, um das hinzukriegen. Aber was würdet ihr denn machen, wenn ihr so eine Fackel habt, die nach 5 Sekunden ausgeht? Ihr habt nur einen Weg und alles andere bedeutet den Tod. Dann würdet ihr auch verzweifeln. Ich hasse einfach solche Momente, wo du nicht weißt, wo es weitergeht. Einfach in einem Spiel, wo es eigentlich gerade ausgehen sollte. Find another way. Ich habe da eine bessere Idee. Nee. Bringt auch nichts. Ich dachte, rückwärts dahin gehen bringt was. Also wenn es hier in dem Part nicht weitergeht, dann war das auf jeden Fall schon mal die letzte Folge von Doorways. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Nein, Spaß. Ich muss dann mal gucken, wie es weitergeht.
Auf jeden Fall werde ich euch hier nicht sitzen lassen. Dieses Mal versuche ich das Let's Play auch mal durchzuziehen. Allerdings macht es das nicht gerade leichter, wenn man hier halt keine Möglichkeit hat, weiterzugehen. Warum auch immer. Hung Fu, Chung Tung. Na toll, wo sind wir jetzt gelandet? Jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Jetzt schaltet sich der Bildschirm wieder aus. Na toll. Uah. Hallo, bitte wieder einschalten. Jetzt ist der Bildschirm auf einmal schwarz. Hä? Nee, mach doch mal, ey. Ja, jetzt geht's wieder. Das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht sehen. In der Aufnahme, weil der das so einfach aufnimmt. Das hat ja mit dem Monitor nichts zu tun. Aber der wird einfach immer wieder dunkel. Das ist unglaublich. Ich muss nächstes Mal die Helligkeit weit hochschrauben einfach. Im Vergleich zu dem, was wir jetzt sehen durften. Also das ist schon heftig, um ehrlich zu sein. So. Fackel. Ich fackel nicht lange. Nee, Fackel. Also man soll, ich verstehe es einfach nicht, man soll hier im Grunde nicht zurück, weil es ja mehr oder weniger verhindert wird direkt. Aber woanders kannst du doch auch nicht lang gehen. Mensch, ey, das ist doch unglaublich. Ich habe auch noch gar nicht ausprobiert, das Ding vielleicht mal länger da drin zu lassen. Vielleicht hält es dann auch länger. Ja, toll, das ist noch schneller aus. Was ist denn jetzt los hier? Ich glaube, das hat einfach was mit der Helligkeit zu tun. Wenn ich die Helligkeit hochschraube, dann habe ich dieses Problem nicht mehr. Naja, in dem Sinne, das war jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber wir sehen uns in der nächsten Folge von Doorways wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und euer Ketter sagt Cheerio. Wahrscheinlich muss ich bis zu der Stelle jetzt nochmal spielen. Wenn man nicht speichern kann. Ja, das war jetzt wieder klar. Oh Gott. Wieso kann man nicht speichern in dem verdammten Spiel? Das ist doch unglaublich. Na gut, in dem Sinne, haut rein. Euer Ketter sagt Cheerio.